Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Intrak Werkstatt Vlog. Robby ist auch dabei. Ah, Dicker. Hast auch keinen Bock mehr, ne? War ein langer Tag. Was haben wir denn gemacht heute? Ja. Und warum habe ich jetzt erst die Kamera angeschaltet? Also, ich habe als erstes mal den halben Tag damit verbracht, die Antriebswelle wieder einzubauen für die Frontzapfwelle. Katastrophe. Also ich habe neue Flansche bekommen und die sind so genau gearbeitet, dass ich die Frontzapfwellen getriebeseitig nicht montiert bekommen habe. Also da habe ich jetzt den besten von den alten Flanschen genommen. Ja. Das muss jetzt so funktionieren. Die Hardyscheiben waren noch, ja, für meine Begriffe in Ordnung. Deshalb lasse ich die erstmal sitzen. Was heißt erstmal? Wenn die jetzt nicht beim ersten Probelauf um die Ohren fliegen, dann bleiben die auch drin. Ich hatte mich da mal schlau gelesen, ob es da irgendwie Ersatz gibt. Ja, aber die haben in den Abmessungen alle irgendwie nur M10er Bohrungen. Und ich bräuchte hier M12 und ja, da kann man noch nichts großartig aufbohren, das ist irgendwie nicht drin. Jo, hier sehe ich gerade, da fehlt noch ein Splint, den werde ich da gleich mal reinstecken. Nicht, dass mir da irgendwie noch was abhaut. Jo, dann habe ich hier unter anderem noch Sicherungsklipse verbaut, auf der anderen Seite hatte ich auch noch einen, der da noch rein musste. Jo, und ansonsten das sieht halt schon mal wieder halb irgendwie aus wie so ein Trecker, ne? Ja, mit der Lackierung bin ich so mehr oder weniger zufrieden. Also es gibt hier so ein, zwei Stellen, wo ich da angeeckt bin, die müssen noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden. Jo. Stellenweise etwas rau. Da überlege ich eben nochmal anzuschleifen und nochmal drüber zu duschen. Das mache ich aber im eingebauten Zustand. Also den ganzen Rest von dem Trecker decke ich ab. Ja, Problem ist einfach, ich kriege das hier nicht staubfrei. Ich kriege ja, staubfrei, das ist eben das große Problem, ne? Wie gesagt, das ist nicht für wen anders, das bleibt für mich. Oder wenn den einer kaufen will, dann können wir 50 Euro am Preis Nachlass geben, ne? Wegen Lackierung. So, und ansonsten, die sind jetzt auch alle lose, ne? Die habe ich nur erstmal aufgesetzt, um mal zu gucken, wie es denn so aussieht. Ob es wieder ein Trecker wird. Ja. So sieht das aus. Das heißt, wir können jetzt ja, so Stück für Stück irgendwie mal weitermachen. Tank drauf, Bodenbleche rein. Ja, ein paar Schrauben habe ich ja neu gemacht. Ne? Da muss man dann immer gucken, dass man die alten Schrauben irgendwo an der Seite bringt. Sonst gibt es ja nur Verwirrung. Ja, das ist ja der Flansch, den ich gerne eingebaut hätte. Aber also es liegt nicht am Flansch. Es liegt definitiv an der Welle, die da irgendwelche... Die hat vorne so eine leichte Verdickung, das merkt man. Naja, aber ich habe es so festgespannt bekommen und gut ist. Also man muss, ich erzähle es nochmal eben. Man kriegt das Ganze nicht einzeln eingebaut. Man muss wirklich hergehen und die Welle und, Moment, ich mach mal eben so,
das hintere Paket mit der Hardyscheibe oder vielmehr das vordere komplett auf die Welle draufschieben. Motorseitig das Paket auch draufschieben und dann kann man das hier so langsam irgendwie einfädeln. Und dann, ich glaube, das sieht man gerade ganz gut, soll hier ist ja das Ausrücklager von der Frontzapfwelle zwischen dem Ausrücklager und ich zeige es jetzt mal an der Seite, dieser Kante, allerdings dann natürlich hier hinten, 13 mm Luftspalt sein. Ja, wie messe ich das, ohne die Lenkung wieder abzubauen? Ich habe da einfach eine M12er Schraube dazwischen gesteckt und mir noch so ein bisschen Luft dazu gedacht. Ganz einfach. So, dann kriegen die Schrauben hier kriegen irgendwie 80 Newtonmeter, die kriegt irgendwie 60 oder so. Ja. An der Stelle nochmal Memo an mich selber. Die vordere Sicherungsschraube, die Klemmschraube, die muss nochmal nachgezogen werden. Und da möchte ich bitte meine 3/8 Zoll Knarre mit 15er Nuss mitbringen, weil damit kommt man gut rein. Also mit einer 1/2 Zoll Knarre auf Stellung Mutter nach hier hin, also nach links, geht es einigermaßen. Aber mit einer 3/8 Zoll, die ist ja doch ein bisschen schlanker, denke ich mal, kriege ich da nochmal ein bisschen Zug drauf. Ja. Und das dann dazu. Jetzt hatten wir in dem letzten Video, nein, nicht unter dem letzten, unter dem Hydraulikvideo, glaube ich, irgendwo war noch mal ein Kommentar, eine Frage. Ich brauche mal die Lampe. Mit der Einstellung zur Regelhydraulik, zur Geberfeder. Da geht es natürlich hier um diese hier. Um diese Impulsschraube mit langen Schaft. So, und die Frage war eben, kann man das da irgendwo, wie sehen wir das denn mal am besten? Da sieht man ja diese Mutter. Da, so. So, und zwischen Muttervorderkante und dem Oberlenkergeber. Ist aber auch. Also im Grunde zwischen der Kante und der Kante sollten das in dem Fall 16,5 mm sein und hier vorne, hier hinter 8,1. Ja, die habe ich, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann. Habe ich die? Genau, das wollte ich nochmal festziehen. Wenn dieser Bereich hier zu groß ist, dann schlagen die bei Deutz eben vor, dass man hier hinter der Mutter noch Unterlegscheiben beitut. Also so lange, bis das gewünschte Spiegel eben passt. Aber ich glaube, das habe ich in dem Kommentar auch ganz gut beantwortet, dass das verständlich rüberkommt. Ja, manchmal versucht man es ja und man redet da irgendwie anders, als das so verstanden wird. Jo. Dann geht es weiter. Hier noch Kantenschutz suchen. Kantenschutz drauf und dann wollen wir mal gucken, wie wir den Tank drauf bringen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da irgendwas vergessen habe vorzubereiten, weil der Tank hier unten ja die Bohrungen hat. Oder ich habe da jetzt gerade irgendwo einen Denkfehler. Das weiß ich nicht. Hier ist nichts. Also der muss ja irgendwo festgemacht werden, aber da gucke ich nochmal nach. Und da kriegen wir schon irgendwie eine Reihe.
So. Und er hier sieht aus, als ob der gleich Feierabend haben möchte. Und dem Wunsch kommen wir gleich auch nach, ne? Männlein. Ja, so sieht es dann aus, wenn der Tank drin ist. Also, ne, Feierabend muss man ein bisschen warten. Das hat mich jetzt doch irgendwie so ein bisschen gewurmt. Ich muss da nochmal in die alten Aufnahmen reingucken. Kann das sein, dass die Tankrückwand mit den Kotflügeln befestigt wird? Wenn ich mir hier das Lochbild so angucke. Würde ich sagen, haben wir gerade mal eben das nächste Problem. Dass ich da irgendwie mal an die Kotflügel dran muss. Das wollte ich eigentlich noch ein bisschen schieben, weil so wie man das sieht, ist da, glaube ich, eine Menge Huddel. Ja, vielleicht kriegt man das Ganze auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, improvisiert. Also wir wollen ja noch keine Rennen fahren, wir können auch noch keine Rennen fahren. Aber wir wollen ja zumindest schon mal einen Probelauf machen, irgendwie zwischendurch, ne? Ja gut, also. Nur, dass man schon mal gesehen hat. Hier ist meine Leitung, die habe ich ja jetzt noch quasi in Transportstellung. Die ziehe ich mir noch ein bisschen runter und die Leitung hier mit dem Stopfen, die muss ich mir dann auch noch ein bisschen anpassen. Aber ansonsten glaube ich, passt das schon ganz gut in die Welt. Und das sieht alles schon mal wieder ganz gut aus, ne? Ja, wie gesagt, hier ist so ein bisschen, das ist alles ein bisschen rau, ne? Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, der 6206, der ist genauso oder gewesen. Und irgendwie ist das alles ein bisschen, hat sich das so ein bisschen angepasst alles, ne? Wie gesagt, wir sind ja keine Lackierwerkstatt hier, ne? Das soll am Ende ja nur funktionieren und nicht so schlimm aussehen wie vorher. So, jetzt denken wir uns mal hier diese Räder mal weg. Ne? Ja, sieht auch scheiße aus. Irgendwo da hinten steht das Dach. Bobby Hopp. Fein. So, weiter geht's. 3/8 Zoll Knarre. 15er Nuss. Jo. Ist noch mal ein bisschen nachgekommen. Sollte man wirklich haben. 3/8 Zoll ist immer so eine Zwischengröße, die man wirklich häufig gebrauchen könnte. Jo. Ja, Plan für heute. Ich lege mir schon mal so ein paar Bleche bereit, was man noch so machen kann, vorbereiten kann. So hier diese Gaspedalgeschichte, die Schaltsäcke für die Schutzsäcke für die Zapfwellen, Kupplungshebel vorne, hinten. Betätigung, Feststellbremse. Schon mal alles ein bisschen auseinanderbauen. Hier diese Pedalabdeckung, diesen Besen. Ja, das wird irgendwie, das machen wir auch neu und schick. Hupe. Mal gucken, ob die noch funktioniert. Ich glaube, die klemmen wir gleich einfach mal auf blöd an. Den Spaß, den machen wir uns. Ja, ansonsten
schon mal so ein paar Kabinenbleche vorsuchen, vorbereiten, mal grob anhalten, was wohin kommt. Dann muss ich noch ganz dringend Muttern bestellen. Ich habe nämlich tatsächlich keine mehr in der Größe. Ja, und dann werde ich mich wahrscheinlich wirklich, ob ich das will oder nicht, bevorzugt an den Kotflügeln irgendwie mal auslassen. Weil ohne dem bekomme ich den Tank nicht fest. Scheiße. Jo. Also ich räume mal so ein bisschen um, stricke mir das hier zurecht. Und ja, wenn es was Sehenswertes gibt, dann schalte ich wieder ein. Ist auch, glaube ich, in meinem eigenen Interesse, mal zwischendurch die Kamera drauf zu halten, weil jetzt kommen so ein paar Sachen, die habe ich so noch nicht auseinander gehabt, dass man dann nachher, je nachdem wie lange das dauert, sich auch wieder irgendwie dran erinnern kann, was wohin gehört. Also, ich glaube, wir machen erstmal Kaffee, oder? So, jetzt wird es mal kurz interessant. Dieses Blech mit den Bohrungen in der Mitte dürfte nach hier vorne kommen. Mit der Begründung, hier sind... Moment, ich lege es nochmal hier hin. Hier sollten die Scharniere für die Frontscheibe dran kommen. Hier keine Ahnung. Ja gut, für Kennzeichenhalter wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber da wird es auch irgendwie was geben. Gute Frage. Nächste Frage. So, jetzt mal eben ein bisschen gegen das Licht. Dieses Blech hat hier so ein Profil. Guck mal dazu. Ja. Da wird die Laufschiene, oder dieses wird die Laufschiene für die Tür sein. Und das müsste dementsprechend, ich weiß nicht, ob man es so sieht, also ich halte es mal so grob dran, irgendwie hier so hin. Knallhart auf den frischen Lack drauf. So, dann haben wir hier noch einen. Ich gehe immer davon aus, dass die geschweißten oder angeschweißten Muttern nach innen kommen. Die Geschichte käme dann hier hinten hin. Mal gucken. So irgendwie. Und zu dem Blech eine ganz interessante Geschichte am Rande. Hier ist dieser Heckscheibenrahmen. Und da ist das Blech auch noch dran. Allerdings, wie man sieht, ich halte es mal kurz dahinter, dann sieht man es, glaube ich, besser. Ich zeige es jetzt mal hier so. So. Ja, also ich habe es jetzt genau hier unten in die Kante reingelegt. Hier sieht man ja, ich glaube, das ist andeutungsweise gut zu erkennen, was hier passiert ist. Die Kabine abgeschnitten, um in den Stall zu kommen. Und es fehlten ja am Ende, ich glaube, bis hierhin haben sie es abgeschnitten. Da, so bis hier, da. Also. Gut, dann habe ich noch ein Blech für die Seite, das käme dann ungefähr hier so hin. Ja, da ist so eine Lasche und da so. Ja. Ja, da ist dann auch wichtig, dass dieses flache Blech
von außen nochmal davor gesetzt wird. Denn da kommt die Seitenmaske da dran, die habe ich hier liegen. Die habe ich zweimal. Die habe ich nachträglich bekommen. Und hier ist das Original noch. Hier ist übrigens der Frontrahmen. Ja, und hier gucke ich eben, wo noch mehr Substanz ist und was am besten geht, wo am wenigsten Rost ist. Also ich glaube, hier ist das Unterteil noch ganz gut. Dafür ist hier der obere Bereich ein bisschen schlimmer. Hier sind auch diese Führungsgummis noch einigermaßen brauchbar. Dafür ist der untere Bereich wieder schlechter. Ja, da werde ich wahrscheinlich aus zwei einen machen oder hin und her tauschen. Ich glaube, das war erstmal dazu. Ja, die Hupe funktioniert übrigens nicht. Schade eigentlich. Also hätte man noch mal ein paar Euro sparen können. Aber da steht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, die scheint auch ein bisschen älter zu sein. Irgendwas von DDR Ruler, keine Ahnung. Also für Sammler, wer die haben möchte, kann sich gerne melden. Gut. Und dann habe ich hier die Abdeckung für die Zapfwellenschaltung bzw. die Zapfwellenkupplungshebel, wo die dann einrasten. Da wurde auch schon nachgearbeitet. Das machen wir anders, ne? Also das machen wir schön. Hier ist das Bodenblech am Einstieg mit der Schaltung für Allrad, für Zapfwellengeschwindigkeit 540 und 1000. Das war, meine ich, die Abdeckung für die Lenksäule. Hat auch schon ein bisschen gelitten. Dann habe ich hier nochmal ein Blech vorne an der Tür, um die, ja, weiß gar nicht, das ist die Verlängerung von dieser Kurvenbahn. So, Gas, Fußgas, Gaspedal. Da. Ja, da mache ich gar nichts mehr dran. Also das baue ich auseinander, dann kommt da ein neues Stück Welle rein. Und hier werde ich wahrscheinlich eine Unterlegscheibe oder so aufschweißen als neue Führung. Jo, den ganzen Mechanismus von der Handbremse, Feststellbremse werde ich mal sauber machen, mal nachgucken, wie das alles so aussieht. Ja, hier hat einer eine Schraube angeschweißt. Die Schraube hatte damals folgenden Hintergrund. Die saß dann so in etwa irgendwo hier so in diesem Bereich. Und da war die Lichtmaschine dran aufgehängt. Also der Spannmechanismus für die Lichtmaschine, der war an dieser Apparatur. Und jetzt kann man sich vorstellen, die Kabine, ja gut, die ist nicht wirklich federnd gelagert, aber da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Durch die Gummiplatten, die eben hier drunter sitzen, arbeitet das Ganze ja und es verwindet sich und überhaupt. Ja, und dadurch ist dann wahrscheinlich ständig der Lichtmaschinenhalter abgerissen. Also ich könnte, weiß ich nicht, also die Leute, die da gearbeitet haben, die da irgendwie dran rumgeschraubt haben, die waren relativ kreativ, das muss man mal sagen. Die haben sich echt eine Menge einfallen lassen. Keine Ahnung, ob das, man hätte das ja auch direkt richtig machen können, ne? Aber gut, die hatten irgendwie andere Schwerpunkte, kann man fast so sagen. Jo.
Schon wieder 8 Minuten gesabbelt, alles klar. Ja, was haben wir denn noch? Ja, ich baue das mal alles auseinander, mache das sauber. Und dann ja, halte ich mal wieder drauf, wenn es irgendwie neue Erkenntnisse gibt. So, kurze Zeit später, also das lasse ich erst nochmal zusammen. Ja, wobei, nein, das nehme ich natürlich auch noch auseinander. Ja, Bodenbleche ist klar. Da gibt es, glaube ich, so weit nichts dran auszusetzen. Gewinde nachschneiden, ist klar. Das mache ich nach dem Lackieren oder vorher schon, dass der Dreck rauskommt, und dann nachher nochmal nachschneiden. Oder man könnte eine Schraube reindrehen. Ne? Hier ist der Anschlag für das Kupplungspedal. Also wir befinden uns jetzt hier gerade, hier ist die Lenksäule. Kupplungspedal, Einstieg. So, das wären hier so die, ja, das kommt da hinten hin. Das sind jetzt die, ja, Schutzsäcke, wie auch immer, für die Zapfwellen-Kupplungshebel. Jetzt mal eine Frage an die, die schon Intrak haben oder Intrak fahren. Kriegt man das noch irgendwo? Ich habe es noch nicht gefunden. Ich müsste noch mal gucken, ob es irgendwie bei Barts Parts oder irgendwelche Restbestände noch irgendwo zu holen sind. Ansonsten ja, muss man da mal improvisieren oder irgendwas machen, was nicht original ist. Ja, genauso dieses Formteil für die Handbremse. Ja. Ist ja soweit eigentlich nicht kaputt, ne? Bis auf hier oben das Stück. Ja, mal gucken. So, ansonsten hier so ein bisschen Einzelteile von diesem Bodenblech hier. So, die anderen Bürsten. So. Ja, und hier geht es natürlich dann los. Das ist der Halterahmen für diesen Schaltsack. Ich sag jetzt einfach mal Schaltsack. Ja gut, der ist ja schnell nachgebaut, da fange ich nicht an zu entrosten. Der dient jetzt nur noch als Muster und dann geht er da hinten in die Gitterbox. Ja, das Blech ist natürlich relativ dünn geworden an einigen Stellen. Und hier, wo der ganze Dreck gesessen hat, da sieht es natürlich verheerend aus. Hier sogar schon mit Durchblick. Ja, ich gehe mal davon aus, ich werde das noch mal ein bisschen genauer angucken. Und an den Stellen, wo es halt so dünn geworden ist, raustrennen, neues Blech reinschweißen, fertig. Weil da steht man ja immerhin mit seinem rechten Fuß. So, Bodenblech vorne. Also das sind jetzt hier die... Ja, Dreckabweiser, Windabweiser, was weiß ich, was für, ne, um die Pedale drumherum. Ja, die werden wahrscheinlich auch irgendwie mal neu kommen. Mal gucken, ob man da irgendwie einen alten Handfeger für umbaut. Keine Ahnung, mache ich mir dann Gedanken zu. Ja, das Blech ist natürlich noch so in Ordnung. Hier kommt der Heizungskasten drauf, das Heizungsgebläse. Soweit jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Interessant, für die, die es noch nicht kennen, die Mechanik von der Feststellbremse findet man tatsächlich vom Prinzip her so beim Agroprima DX auch noch. Ja, also die haben im Grunde hier so ein Zahnsegment, was in eine Richtung schräg ist und in die andere Richtung, ja, gerade ist. Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, kann man sehen, rastet eben dieser Stein hier
Wir können das ja auch mal demonstrieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier mit dem Aufstellen. So. Also. Wenn ich jetzt die Feststellbremse betätige, also anziehe, dann sieht man, dass der Stein immer gegen diese Klinke arbeitet. So, und um die zu lösen, drehe ich den dann um 90 Grad und kann dann rückwirkend wieder gehen. So, also diese Mechanik ist im Grunde nur in eine Richtung zu verstehen, nämlich Richtung fest. Und um es zu lösen, wird es dann einfach kurz gedreht und gut ist. Ja, also gibt es so beim DX, beim Agro Prima habe ich es gesehen und sogar schon mal repariert. War eine Heidenfummelarbeit, das irgendwie da aus dieser Halterung da rauszukriegen, weil da natürlich auch alles vergammelt ist und ja, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ja. Jetzt ist eben die Frage, achso, genau. Hier sind eben unsere besagten Hebel für die Zapfwellenkupplung, Allrad und Zapfwellengeschwindigkeitsvorwahrhebel. Das baue ich noch weiter auseinander, einmal sauber machen und dann kann das auch mit grundiert werden. Ja. Da ist jetzt die Frage, inwieweit ich da jetzt noch genau drauf halte. Ich denke mal, das mache ich jetzt erstmal so als kleines Zwischenupdate. Werde ich es dann mal wieder hochladen. Und ja, damit ich ein bisschen Vorsprung habe hier mit Arbeiten und man nicht zu lange auf das nächste Video warten muss. Ja. Da hier Kotflügel. Ja, also ich denke mal, man kann es da unten einigermaßen erkennen. Das wäre jetzt hier in Fahrtrichtung links auf meiner Seite. Und das wäre dann der Bereich, wo der Kotflügel angeschraubt wird. Dann kommt hier auf den Ansaugstutzen eben der Luftfilterkasten, ja, und da geht es dann weiter an der Stelle. Ja. Ich glaube, wir machen uns da selber ans Werk. Ich habe schon gesehen, es gibt so ich nenne es mal Omega-Profile, diese hier, die gibt es als Meterware. Da werde ich mir mal ein bisschen was von bestellen. Dann kann man auch vielleicht in dem Moment mal die Bandsäge in Betrieb nehmen. Würde sich ja anbieten, die da mal mit zu schneiden. Eigentlich eine gute Idee. Und ja, sowas hier. Ja, bisschen Tafelblech. Und dann ja, einfach mal drauf losbauen, ne? Oder? Ja, ich glaube schon, das machen wir so. Wird zwar wieder eine irrwitzige, langwierige Geschichte, aber ich denke mal, das kann man so machen, weil ich muss irgendwie den Tank da festkriegen. Ne? Also man könnte jetzt mal eben den Spanngurt, könnte man da tatsächlich schon mal vorbereiten soweit. Ja, alles laut nachgedacht. Schauen wir mal weiter. Also an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Gerne abonnieren. Daumen hoch, wenn es gefällt, und ja, bis zum nächsten Mal.